Der kleine Ort Berger in Thüringen. Das Hochwasser im Juni 2013 traf diese und andere Gemeinden entlang der Weißen Elster besonders hart. Denn der kleine Fluss verwandelte sich in einen reißenden Strom. Viele Familien aus Berger haben Geld aus der HNA-Spendenaktion Feste Feiern, feste Spenden erhalten. Das Haus der fünfköpfigen Familie Schwichtenberg liegt nicht direkt am Fluss. Trotzdem stand es einige Meter tief im Wasser, da ein Bewässerungsgraben über die Ufer trat. Das Erdgeschoss muss komplett saniert werden. Spuren an der Wand verraten noch immer, wie hoch hier das braune Wasser in den Räumen stand. Die Ölheizung der Schwichtenbergs wurde notdürftig repariert. Von der Spende der Leser soll im Frühjahr eine neue angeschafft werden. Flussaufwärts ist auch das Haus von Sabine Dix und Andreas Möckel untergegangen. Das Gebäude steht an der Aue am Ufer der Weißen Elster. Der Mühlgraben brachte das Wasser bis auf das Grundstück. Andreas Möckel erinnert sich mit Grauen an das Wochenende im Juni, als die Flut kam. Also es war am Freitag, ging das eigentlich rapide los mit dem Hochwasser. Es stieg schön langsam im Garten hoch. Am Freitagnacht waren die ersten Wellen schon bei den Stühlen. Dann ging das Wasser wieder zurück. Am Samstag gegen Abend sank das Wasser wieder bis zu dieser Steinmauer. Ich bin auch in der Nacht 12:30 noch mal runtergegangen und habe geguckt, wie der Wasserstand ist. Da war das Wasser schon bis hier zu meiner ehemaligen Gartenzaunsäule. Und am Sonntag früh um 7.30 Uhr stand dann das Wasser wieder bis oben hin. Und ab ca. 8 Uhr, 8.30 Uhr ging es dann unaufhaltsam los. Das Wasser stieg, stieg, stieg. Wie gesagt, wir haben dann alles beräumt. Wir haben es vorne raus geschafft, wir haben es im Garten aufgeschafft. Wir saßen Nachmittag 2:30 noch auf der Gartenbank unterm Carport, weil es in Strömen nach wie vor geregnet hat. Laut Bergers Bürgermeister Stefan Büttner wird es noch Jahre dauern, bis der Ort sich komplett vom Hochwasser 2013 erholt hat.